Hey ho und hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, wir sind hier in diesem... Wir sind auf Tuchanka bei dem Verloc-Clan, die hier ganz fiese Experimente zur Heilung der Genophage veranstaltet haben. Wir haben uns das letzte Mal dafür entschieden, nach reiflicher Überlegung. Und Morden hat auch wirklich dazu beigetragen, mit vielen, vielen, vielen guten Argumenten, dass wir die Genophage soweit für gut heißen. Als das einzige brauchbare Mittel. Und halt nicht schön, aber notwendig leider. Und Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Ob es da einfach nochmal weitergeht und wir spielen noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde auf dieser Mission oder ob wir jetzt hier gleich durch sind. Wir werden sehen. Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich, brennen sich durch korganische Panzerung. Ja, aber sterben dann alle oder sterben nur die? Feindbeschuss. Das kommt jetzt gerade recht. Er ist tot. Sauberer Treffer. Okay, nur die. Wieso steht er wieder? Der soll nicht wieder stehen. Also, nicht wieder stehen und nicht wieder stehen. Fortspiel? Yeah! Setze Verbrennungstag ein. Ah, komm schon, komm schon. Jawohl, den haben wir auch. Ah, okay. Tür öffnen. Nicht möglich. Nicht möglich. Nicht möglich. Da liegt noch Zeug rum. Das finde ich schön. Das finde ich übrigens in Mass Effect 2 auch schön gemacht. Alle möglichen Sachen, die man finden kann, motivieren einen wirklich nochmal überall nachzugucken. Um sich wirklich das ganze Ausmaß der Levels und Missionen anzugucken. Das finde ich wirklich, wirklich nice. Oh nö, nicht schwere Waffen. Okay, hier ist nichts drin. Also müssen wir da runter. Warum Munition für schwere Waffen? Warum? Es macht mich jedes Mal wieder skeptisch. Sie sind vor uns. Du bist ein Bescheid. Mann, jetzt lass dich doch nicht erschießen, du Nase! Niemand kann uns aufhalten!
Fall! Problem! Rückzug, Rückzug, taktischer Rückzug. Jawohl. Und das war der Oberst von den Eds, ne? Von den Werelocks. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt richtig, aber diese Kämpfe sind teilweise megamäßig dramatisch und setzen mich voll unter Strom. Macht meine Pistole. Kann man auch mal nachladen. Und was hat Maria gerade auch noch? Hier. Aber wenn wir jetzt den Ober-Ed erlegt haben, ne, dann müssten wir ja eigentlich... Dann müssten wir ja eigentlich gleich durch sein. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung... Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Alter, was? Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs. Weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Morden, haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Malen. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Sie sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Nicht nur die Simulationen, auch die Erfahrung hat es gezeigt. Warum die Zusammenarbeit mit dem Werelock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen. Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Werelock angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit.
Ödnath hat ein größeres Lager als Warlock. Warum sind sie nicht an sie herangetreten? Ödnath Rex ist zu weich. Er wollte die nötigen Experimente nicht durchführen. Pech für Ödnath. Glück für Warlock. Ihr Clan wird der Erste sein, der sich von unserem Verbrechen erholt. Was geschieht, wenn die Genophage geheilt ist und die Krogane wieder expandieren? Das hätten Sie dann zu verantworten. Wir haben diese Untat gerechtfertigt, indem wir behauptet haben, die Kroganer würden Krieg und Zerstörung bringen, wenn ihre Population sich wieder erholt. Aber sehen Sie sich die Galaxie doch mal an. Die Batarianer greifen in der Traverse an. Die Geth greifen die Citadel an. Ist das Universum also friedlicher geworden? Der Angriff auf ihr Eden Prime wäre vielleicht nie passiert, wenn wir zugelassen hätten, dass die Kroganer sich erholen. Wir werden es nie erfahren. Was hätte eine Bevölkerungsexplosion der Kroganer dazu beigetragen, Saren und die Geth aufzuhalten? Eine erhöhte Kroganer-Population hätte den Rat dazu gezwungen, Schritte zu unternehmen. Wahrscheinlich bezüglich der Kolonierechte in der Traverse. Die Flotten der Turianer sind sehr wachsam, was militärische Aktivitäten in diesem Gebiet angeht. Sie hätten die Geth vielleicht auf Eden Prime aufgehalten. Reine Vermutung. Das lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen. Verstehen Sie nicht? Wir haben versucht, Gott zu spielen und wir haben versagt. Wir haben alles nur schlimmer gemacht. Und ich bringe alles wieder in Ordnung. Melon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein, diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salariana zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kroganer. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Also ich denke mal, in Mordins Händen wären die Daten sicher. Es sind schmutzige Daten, aber etwas sagt mir, dass sie vielleicht später noch einmal zum Tragen kommen könnten.
Ach, Leute, ey, das ist so schwer. Es ist so schwer, hier einen richtigen Weg zu gehen. Vielleicht gibt es einen Weg, die Opfer doch noch. Also den Opfern doch noch einen Sinn zu geben. Dass man die Genophage vielleicht irgendwie modifiziert, an spätere Verhältnisse anpasst, ein wenig auflockert vielleicht. Generell halte ich die Genophage für richtig. Aber wenn sie einmal irgendwann nicht mehr richtig ist, solche Verhältnisse ändern sich mit der Zeit vielleicht. Und dass man die Kroganer wieder zu einer großen, starken Nation, hätte ich beinahe gesagt, Spezies macht, wäre denkbar. Maybe. Wir behalten die Daten und gut. Behalten Sie die Daten. Es ist besser, sie zu haben, auch wenn man sie nicht braucht. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen, wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Alter. Boah, Leute. Ich weiß, ich rede viel, aber... Das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe und auch wenn ich es nicht wirklich als Aufgabe betrachte, ich muss damit ja auch irgendwie umgehen mit diesen ethischen Entscheidungen und Wegen und das ist alles teilweise so komplex und... Naja. Gut. Missionszusammenfassung. Besorgt über die Fortschritte des Verloc-Clans in Sachen Genophage, Heilmittel ohne Wissen von Cerberus. Daten des Heilmittels könnten nützlich sein. Kroganer sind gefährlich, aber überaus wertvoll, wenn man sie als Stoßtrupps gegen die Reaper rekrutiert. Mordins Assistent ist kein Problem mehr. Mordin kann sich ohne Schwierigkeiten auf die Mission konzentrieren. Das finde ich gut. Neue Kraft von Mordin freigeschaltet. Ja, er ist uns jetzt loyal gegenüber. Und deswegen hat er eine neue Kraft und ein neues Outfit. Seine Kraft ist echt bies. Macht der neue Neuralschock. Macht organischen Feind durch Schmerzen handlungsunfähig. Wie mies. Gut. Gut, dann haben wir das hinter uns. Eine Sorge weniger. Oh Gott, da steht noch so viel auf der Agenda. Um Gottes Willen. Wann sollen wir das alles machen? Es ist schon Januar. Mass Effect 3 wollte ich auch noch irgendwann spielen. Und oh Gott, das ist alles viel zu viel. Ich hoffe ja wirklich, dass sich das mit Andromeda am besten noch bis in den Sommer verschiebt. Meine Güte. Ansonsten müsst ihr irgendwo anders erstmal. Andromeda gucken, wenn ihr es unbedingt gucken wollt. Wenn ich nicht richtig fertig werde hier. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht 3 Folgen am Tag rausbringen. Das geht auch nicht. Und nur die Hälfte von Mass Effect 2 spielen ist auch scheiße. Gut. Kelly. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ich weiß. Alle anderen würden auch gerne mit mir reden. Wir quatschen jetzt nochmal kurz mit Mordin. Kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat. Meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Hoffentlich findet er was Neues. Besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Was ist mit Malins Daten über die Genophage? Seinen Ansätzen für ein Heilmittel? Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren.
Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet, aber viel zu tun. Gespräch später. Alles klar, Mordin. Gespräch später. Trotzdem. Jack würde gerne mit Ihnen reden. Ich weiß. Aber erstmal, weil ich meine, wir waren ja gerade eben auf Tuchanka. Wir waren gerade eben noch auf Tuchanka. Das heißt, wir könnten gegebenenfalls, weil ich meine mich zu erinnern, oh Gott, das ist schon Jahre her. Wie gesagt, als ich das letzte Mal Mass Effect gespielt habe, ist schon Jahre her. Ist das der Verrückte hier? Ja, das ist der Verrückte. Bloß weg, schnell weg hier, schnell weg. Hier ist der Verrückte. Hier ist Grunt. Wir kümmern uns gleich erstmal um die Belange von Grunt. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und ich denke mal, das wird sich auch auf Tuchanka abspielen. Und das ist eine richtig geile Mission, soweit ich weiß. Jo, bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios.